Herzlich willkommen. Unsere gegenwärtige Situation gleicht einem Blindflug. Nie zuvor hatten wir eine globale Pandemie von diesem Ausmaß. Wir wissen vieles nicht, testen soziale Maßnahmen und Medikamente, suchen nach Impfstoffen und Antikörpertests. Es braucht Pionierarbeit und Geduld. Wenn man wissen will, wie mit dem Unplanbaren umgehen und wie Rückschläge wegstecken, dann lohnt sich das Gespräch mit einem, der damit Erfahrung hat. Deshalb habe ich den Piloten, Abenteurer und Psychiater Bertrand Picard gefragt, ob er Zeit für uns hat. Und er hatte Zeit. Ich freue mich sehr. Ganz herzlich willkommen, Bertrand Picard. Merci pour Herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema interessiert mich sehr. Ja, Herr Picard, Sie haben ja Erfahrung mit dem Alleinsein, mit der Isolation. Sie haben tagelang alleine ausgeharrt im Cockpit von Solar Impulse. Das heißt, Ihnen macht das Alleinsein im Moment keine Mühe. Nach mehreren Tagen und Nächten ganz allein im Cockpit von Solar Impulse weiß ich natürlich, was Isolation ist. Im Breitling Orbiter 3 waren es gar 20 Tage, die ich allerdings mit meinem Co-Piloten verbracht habe. Ein solches Eingesperrtsein kann man auf zwei Arten leben. Entweder sehnt man sich das Ende herbei und zählt die Stunden und Tage in Erwartung einer besseren Zukunft, was einer schlimmen Folter gleichkommt, weil die Zeit so unendlich langsam vergeht. Oder man konzentriert sich ganz auf den Augenblick, das momentane Erleben, indem man seinen Gedanken lauscht und sich gewahr wird, dass man lebt. So geht man mit der Zeit und sie verliert jede Bedeutung. Mit dem Ende der Isolation ist man dann überrascht, wie schnell die Zeit vergangen ist. Egal, ob in der Kapsel eines Heißluftballons, einem Solarflugzeug oder in seiner Wohnung während den Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus. Das ist sehr ähnlich. Sich die Zukunft vorzustellen, ist viel beschwerlicher, als im Augenblick zu leben. Also im Moment drin bleiben. Sie sind ja tatsächlich auch Psychiater und haben zum Beispiel auch die Methode der Hypnose gelernt. Ist auch eine Methode, die Sie in Kursen weitervermittelt haben. Wie muss ich mir das vorstellen? Man stellt sich ja unter Hypnose so etwas ein bisschen Unheimliches vor, eine Manipulation. Was genau tun Sie, wenn Sie sich selber hypnotisieren? Quand on fait une démonstration de théâtre, bei der Bühnenhypnose handelt es sich in der Tat um Manipulation. Das ist aber nicht die wahre Hypnose. Zumindest ist es keine therapeutische Hypnose. Sie erlaubt dem Patienten eine Umkehr des Blicks, indem ihr Innenleben zum Objekt der Konzentration wird. Für gewöhnlich richten wir unsere Aufmerksamkeit nach außen, auf das, was wir sehen, hören, spüren und riechen. Unter Hypnose kehrt man diese Aufmerksamkeit nach innen und wird sich seiner selbst und der eigenen Atmung bewusst. Nun kann man seinen Gefühlen, Ängsten und Sorgen begegnen. Nach dem Auftauchen aus der Hypnose kann man seine Erfahrungen aus der Visualisierung unmittelbar anwenden. Wichtig ist dabei der Safe Place, ein innerer Ort der Sicherheit und Geborgenheit. L'expérience de confort et de sécurité qu'on peut apprendre à développer à l'intérieur de soi. Man kann in seinem Leben alles verlieren. Deshalb ist es wichtig, in seinem Innern etwas zu verankern, das einem niemand nehmen kann. In der Selbsthypnose lernen wir, die Beziehung zu unserer inneren Kraft zu entdecken und zu nutzen. Für mich klingt das sehr, sehr ähnlich wie viele Praktiken der Meditation, dass man sich nach innen wendet, diesen Safe Place, diesen sicheren Ort in sich selbst findet. Was ist der Unterschied? Bei der Meditation versucht man, Ruhe in das Denken zu bringen, möglichst wenig aufkommende Gedanken zu haben. Die Hypnose dagegen macht sich die bildhafte Vorstellung, die Visualisierung zunutze. Auch bleibt man im Gespräch mit sich selbst und dem Therapeuten. Das Denken ist also sehr aktiv. Man schafft sich gedanklich eine Welt, in der man sich gut fühlt. Das unterscheidet sich stark von der Meditation. Ich habe irgendwo gelesen, Sie hätten sich selber die Höhenangst so wegtherapiert. Stimmt das wirklich oder ist das ein Märchen? Das stimmt tatsächlich. Als Kind wollte ich in die Fußstapfen meines Großvaters, Vaters und der Astronauten treten, die ich getroffen hatte, und Entdecker werden. Dabei litt ich aber unter solcher Höhenangst, dass ich nicht einmal auf Bäume klettern konnte. Als ich dann einen Drachenflieger sah, wohl einen der ersten in der Schweiz, wusste ich, das war mein Ding. Wenn ich das schaffen würde, konnte ich alles erreichen.
Ich habe das Drachenfliegen als Therapie genutzt, um mich mit meinem Innern zu verbinden und Vertrauen in meine innere Stärke aufzubauen. Denn häufig entwickeln Menschen Angstgefühle, wenn sie nicht gelernt haben, ihr inneres Potenzial zu nutzen. Paradoxerweise funktioniert man sehr gut, wenn man gezwungen ist, unter Druck das Richtige zu tun. Mir ging es mit 16 Jahren so, als ich 1000, 2000 oder 3000 Meter über dem Boden an meinem kleinen Delta-Segler hing und richtig handeln musste. In Drucksituationen steigt unsere Leistung, Kreativität und Konzentration, sodass man viel besser funktioniert. Lustigerweise wurden plötzlich auch meine Leistungen in der Schule viel besser, weil ich gelernt hatte, mich zu konzentrieren und keine Prüfungsangst mehr hatte. Ich selber liebe die Berge, aber ich habe auch ein bisschen Höhenangst, ehrlich gesagt. Ich habe Mühe, über einen Grat zu wandern, wenn es links und rechts ganz steil runtergeht. Könnte ich zu Ihnen in die Therapie kommen und Sie können das weghypnotisieren? Ja, Sie können lernen, Ihren Safe Place und damit ein Gefühl der Geborgenheit zu entwickeln, während Sie in Ihrer Vorstellung einen Grat entlang gehen. Wenn Sie dann auf dem Berggrat wandern, werden Sie sich dank dieser Erfahrung von Sicherheit im Safe Place sehr viel wohler fühlen. Man kann sich damit sehr gut auf etwas vorbereiten. Ich habe dies meinen Kindern beigebracht, im Hinblick auf Prüfungen oder schwierige Situationen im Leben. Als eine meiner Töchter sich neulich auf eine Prüfung vorbereiten musste, habe ich ihr eine kleine Hypnosesitzung angeboten. Sie sagte mir: Papa, das mache ich jetzt selber. Ich habe das ja gelernt, dafür brauche ich dich nicht mehr. Das ist ein kleiner Startvorteil, den die Ihre drei Töchter da haben, mit diesen Tricks, die sie da beibringen können. Ich würde gerne mit Ihnen mal kurz zurückblicken, was die größten Erfolge in Ihrem Leben waren, auch um vielleicht dann davon ausgehend zu verstehen, wie Sie Ihre Strategien, von denen Sie jetzt erzählt haben, entwickelt haben. Sie haben ja sich sozusagen freiwillig entschieden, eben in diese Lockdown-Situationen in einem Cockpit hineinzusteigen. Sie haben es schon erwähnt, Sie waren zum Beispiel mit dem Ballonbreitling Orbiter unterwegs. Wir sehen Bilder hier dazu. Sie umrundeten 1999 als erster mit dem Heißluftballon die Welt, zusammen mit einem Partner, mit Brian Jones. Und dann sehen wir auch das sonnenbetriebene Flugzeug Solar Impulse. 2015, 2016 gelang Ihnen der spektakuläre Flug um den Erdball, gemeinsam mit André Borschberg. Rühren Sie persönlich diese Bilder eigentlich noch, wenn Sie sie sehen? Ja, das berührt mich stark. Sie müssen sich vor Augen halten, dass es 15 Jahre brauchte, bis dieses Flugzeug um die Welt flog. 15 Jahre Technologieforschung, Teamentwicklung, Finanzierung und Sponsoring. Ich musste lernen, ein Flugzeug zu fliegen, denn als ich das Projekt Solar Impulse startete, hatte ich noch keinen Pilotenschein. Wenn man das Flugzeug so mühelos dahingleiten sieht, vergisst man leicht, welche Schwierigkeiten und Anstrengungen damit verbunden waren. Das heißt, was Sie berührt, ist sozusagen, dass Sie gesagt haben, ich möchte das machen, so viel Zeit und Energie investiert haben, auch so viele Risiken eingegangen sind und zuletzt fliegt das Flugzeug. Ja, das ist ein fantastisches Gefühl. Ich bin nicht stolz darauf, mit einem Solarflugzeug um die Welt geflogen zu sein, sondern dieses Projekt trotz aller Probleme während 15 Jahren aufgebaut zu haben. Es lief längst nicht alles wie geplant und es gab viele Momente der Frustration und Enttäuschung. Kein großer Traum realisiert sich von selbst. Das gilt für alles, was man sich im Leben wünscht und erhofft. Einen Traum zu erreichen, erfordert viel Arbeit. Vielleicht haben wir heute verlernt, hart für etwas zu arbeiten, Verantwortung zu übernehmen, Entscheidungen zu treffen und die Möglichkeit des Scheiterns zu akzeptieren. Gerade die Angst zu scheitern und deswegen von anderen ausgelacht zu werden, hält viele Menschen davon ab, etwas in Angriff zu nehmen. Glücklicherweise bin ich früh in meinem Leben mehrmals gescheitert. Ich habe mich an den Spott der anderen gewöhnt. Wenn mich die Lust auf etwas packt, zögere ich nicht. Das Schlimmste ist nicht das Scheitern, sondern es nicht versucht zu haben.
Und diese Vorstellung, dass man nicht Angst davor haben sollte, dass sich jemand lustig macht über einen, da gibt es auch eine schöne Geschichte, die ich in Ihrem Buch gelesen habe. Sie haben ein Buch geschrieben, Die richtige Flughöhe, und da kommt das auch vor, nämlich, dass Sie 14 Jahre alt waren, als Sie ein Mofa haben wollten. Und Ihr Vater hat gesagt, du darfst eines haben, aber nur, wenn du einen Helm aufsetzt. Und das war furchtbar peinlich, weil in dieser Zeit nämlich nur Sie und irgendein alter Mann, glaube ich, nachher einen Helm anhatten. Und Sie sagen aber im Nachhinein, das hat mich schon gelehrt, nicht sich davor zu fürchten, dass die anderen über einen lachen könnten. Ja, das stimmt. Mit 14 wollte ich unbedingt ein Mofa, um dazu zu gehören. Niemand außer einem alten Mann und mir trug einen Helm und ich wurde ausgelacht. Das hat mir die Lust aufs Dazuzugehören genommen. Anfangs war das schwierig. Aber dann sagte ich mir, dass ich eigentlich richtig liege und es keinen Grund gibt, mir die Häme oder die Kritik zu Herzen zu nehmen. Das gab mir eine gewisse Unabhängigkeit im Handeln und Denken, die mir später sehr nützlich wurde. Sie haben schon gesagt, Sie haben drei Töchter, die sind mittlerweile erwachsen. Wie haben Sie sie erzogen? Waren Sie auch manchmal streng, damit sie lernen, es ist egal, wenn man auffällt, es ist egal, wenn sich die anderen lustig machen, geh deinen Weg? Ich habe ihnen immer beigebracht, sich selbst in Frage zu stellen. Ich habe ihnen beigebracht, dass ein Kind auf einem anderen Kontinent, mit einer anderen Religion, einer anderen Kultur oder zu einer anderen Zeit möglicherweise ganz andere Dinge lernt in der Schule. Ich habe Gewissheiten in Frage gestellt, um ihnen zu zeigen, dass es nicht richtig und falsch gibt, sondern alles davon abhängt, wie man denkt. Ich habe ihnen beigebracht, offen für alle Geisteshaltungen zu sein. Das hat sich als sehr nützlich erwiesen. Sie haben ihre Studien mit großem Erfolg abgeschlossen. Aber ich habe sie nicht zu guten Leistungen gezwungen, sondern ihnen Lust darauf gemacht, gut zu sein. Gehen wir zurück zu den großen Erfahrungen, großen Abenteuern Ihres Lebens und was Sie daraus gelernt haben. In diesem Buch Die richtige Flughöhe wird sehr deutlich, der Wind ist das Ausschlaggebende, also die Flughöhe, aber auch der Wind. Und Sie sagen an einer Stelle, eine Strategie, die man wirklich verinnerlichen muss, ist, dass man nicht gegen den Wind geht, sondern mit dem Wind fliegt. Erzählen Sie darüber mehr, und Sie haben nämlich auch etwas mitgebracht, ein Objekt, einen Glücksbringer, von dem Sie glauben, das war für Sie das Entscheidende im Leben. Erzählen Sie mal. C'est vrai que im Alter von 16 bis 30 Jahren habe ich gelernt, mit Gegenwinden zu fliegen. Mit einem Delta-Segler, einem Ultraleichtflugzeug oder einem Gleitschirm muss man oft gegen Turbulenzen ankämpfen. Man entscheidet sich für einen Landeplatz und kämpft sich bis dahin durch, egal in welche Richtung die Winde drehen. Ein Freund hat mir dann angeboten, als Psychiater mit ihm zusammen im Rahmen eines Wettrennens von den USA nach Europa den Atlantik in einem Heißluftballon zu überqueren. Ich war kein Ballonpilot, sagte aber aus Abenteuerlust zu, obwohl mir eine innere Stimme sagte, du bist völlig verrückt geworden, der Wind treibt dich vor sich her, ohne dass du etwas dagegen tun kannst. Es ist nicht einmal klar, ob du trockenen Fußes auf der anderen Seite ankommst. Einen Monat vor dem Rennen war ich in China, um im Rahmen meiner Ausbildung zum Psychiater traditionelle chinesische Medizin zu studieren. In einem Antiquitätenladen fand ich diese Medaille. Der Laden hatte Hunderte davon und ich habe absolut keine Ahnung, weshalb ich nach dieser Medaille griff. Ich bat den Verkäufer, mir die Schriftzeichen zu übersetzen. Sein Englisch war nicht gerade gut, aber den Kern der Botschaft konnte ich verstehen. Wenn der Wind in deiner Wegrichtung weht, bringt er dir großes Glück. Das war ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich begriff, dass es auch eine andere Art des Fliegens, ja des Lebens gab. Anstatt dafür zu kämpfen, auch das Unmögliche zu erreichen, könnte man ja das Leben und die Winde, die man nicht kontrollieren kann, nutzen und das Ungewisse akzeptieren. In einem Heißluftballon muss man seine Flughöhe ändern, wenn man in eine andere Richtung fliegen will. Die Atmosphäre umfasst unterschiedliche meteorologische Schichten, in denen die Winde in unterschiedliche Richtungen wehen. Genauso ist es auch im Leben. Wer nur auf eine Art denkt, wird nur in eine Richtung getrieben.
Unterschiedliche Lebenswege eröffnen sich nur durch andere Denkweisen. Wenn wir den Ballast unserer Gewissheiten, Lebensanschauungen und Gewohnheiten abwerfen, entdecken wir all die unterschiedlichen Flughöhen im Leben und können schließlich die Denkweise wählen, die uns in die gewünschte Richtung trägt. Auch bei ungünstigen Windverhältnissen können wir die Flughöhe ändern. Auch heute beim Coronavirus. Angesichts der Pandemie sind wir eingeschränkt. Sie zwingt die Wirtschaft in die Knie, ohne dass wir etwas dran ändern können. Aber über eine andere Flughöhe können wir eine andere Richtung einschlagen und schauen, was wir damit erreichen. Es gilt, sich die Elemente einer Krise zu nutzen zu machen und zu lernen, was wir nach der Krise besser machen können. Diese Medaille hat meine Sicht auf das Leben komplett verändert. Ich würde gerne noch ein bisschen konkreter bei der Frage bleiben, was das für unser Leben heißt. Also, wie ich Sie verstehe, es gibt in jedem Leben Turbulenzen. Wir nutzen diese Metapher des Windes ja dauernd. Also, die Winde sind nicht immer günstig, es gibt Turbulenzen. Erste Regel, Turbulenzen aushalten, nicht bekämpfen, sondern die Flughöhe ändern. Also, irgendeine andere Schicht suchen, wo die Winde besser sind. Oui. Jetzt, wenn zu Ihnen jemand kommt, als Psychiater zum Beispiel, der sagt, ich habe eine Riesen-Ehekrise, meine Frau will mich verlassen. Das ist eine Turbulenz in einem Leben. Ja. Wie kann er die Flughöhe ändern? La manière de changer d'altitude à ce moment-là, c'est de se dire... Man verändert seine Flughöhe, indem man sich fragt, wie man bis dahin funktioniert hat. In Ihrem Beispiel könnte der Mann sich die Frage stellen, was für eine Beziehung sie geführt haben und was er an sich und seinem Beziehungsverhalten ändern muss, damit sich die Beziehung verbessert. Allein der Wunsch nach Veränderung wird aber nichts nützen. Solange man auf derselben Flughöhe in seinen Denkmustern verharrt, ist man blockiert. Wenn man aber neue Denkweisen zulässt, sich hinterfragt und überlegt, wie man anders reagieren könnte, eröffnen sich eine Reihe neuer Wege. Nun hat man eine Wahl. Et ensuite, vous vous demandez, est-ce que je veux le faire ou est-ce que je veux pas le faire? Das kann ich jetzt extrem gut verstehen, was Sie sagen, dass man sozusagen auch die Beziehung dann verändern muss. Das erfordert natürlich auch Risikobereitschaft. Es erfordert, dass man das Sicherheitsdenken aufgibt. Und auch das ist etwas, was Sie beschäftigt. Sie sagen, eine andere wichtige Strategie ist nämlich, das Sicherheitsdenken loszulassen. Es gibt keine letzte Sicherheit und wir müssen aufhören, immer sicher sein zu wollen. Man spricht ja manchmal von unserer Zeit als so einer Vollkasko-Mentalität. Wir sind alle versichert, wir haben irgendwelche Frühwarnsysteme und so weiter. Glauben Sie, wir sind zu sicherheitsverliebt? Ich glaube, wir suchen die Sicherheit im Außen, obwohl die größere Gefahr darin besteht, Gefangene unserer hergebrachten Denkweisen zu werden. Und das ist das, was dangereux ist. Was wir früher gelernt haben, mag damals nützlich gewesen sein. Die Dinge sind aber stets im Fluss. Wir haben gelernt, uns gegen jeden Wandel zu stemmen und die gewohnte Sicherheit wieder erlangen zu wollen. Die meisten Veränderungen sind aber unumkehrbar. Nehmen wir an, Sie haben Ihre Stelle verloren. Natürlich können Sie Ihren Arbeitgeber verklagen und vielleicht obsiegen Sie vor Gericht und kehren zurück an Ihre Arbeit. Dort sind Sie jetzt aber verhasst. Die Beziehungen zu den Kollegen sind schwierig geworden. Obwohl Sie eigentlich gewonnen haben, ist Ihr Leben zur Hölle geworden. Oder Sie fragen sich, welche andere Arbeit kann ich nun finden? Vielleicht erlernen Sie eine neue Sprache, machen eine andere Ausbildung und finden so eine Stelle, die möglicherweise besser ist als die alte. Das bedeutet es, Ballast abzuwerfen und die Flughöhe zu ändern. Natürlich gibt es auch Situationen, in denen es sich lohnt, den Kampf aufzunehmen. In der Mehrheit der Fälle ist es aber wie beim Wind. Man kann in einem Heißluftballon nicht gegen den Wind fliegen. Ebenso wenig kann man sich gegen das Leben stemmen. Krankheit, das Alter oder Finanzprobleme geschehen, ohne dass man dafür verantwortlich ist. Man hat aber die Verantwortung, darauf so zu reagieren, dass man die Situation möglichst gut übersteht und vielleicht sogar weiterkommt. Darüber, was man ändern kann, darüber möchte ich nachher gleich noch sprechen. Vielleicht zuerst noch einmal zurück. Dieses Sicherheitsdenken loslassen heißt auch mit dem Scheitern rechnen und das Scheitern ins Leben integrieren. Sie selber sind auch gescheitert in Ihrem Leben.
Immer mal wieder, zum Beispiel mit dem Ballon, mit dem Sie geflogen sind, da waren die ersten beiden Versuche ja nicht von Erfolg gekrönt. Beim zweiten Versuch durften Sie nicht weiterfliegen, weil China den Überflug verboten hat. Beim ersten Versuch, und da würde ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, da haben Sie so viel Kerosin verloren, dass Sie nach 6 Stunden schon eine Notwasserung machen mussten im Mittelmeer. Was war das für ein Moment? Also ehrlich gesagt, ich stelle mir das auch einfach wahnsinnig gefährlich vor. Also Sie haben irgendwann gemerkt, das geht nicht weiter. Und dann sind Sie mit dem Fallschirm aus dem Korb rausgesprungen? Oder wie sind Sie da ins Mittelmeer dann gekommen und wer hat Sie gerettet? Es war eine völlig verrückte Situation. Vor dem Abflug hielt ich eine Pressekonferenz ab, in der ich vor etwa 150 Journalisten erklärte, dass ich als kleiner Schweizer in 3 Wochen erfolgreich um die ganze Welt fliegen würde, wo unsere Konkurrenten, die Milliardäre Richard Branson und Steve Fossett, gescheitert waren. Und am nächsten Tag, nach nur 6 Stunden Flug, trieb ich im Mittelmeer. Ich war nicht mit dem Fallschirm abgesprungen, sondern hatte den Ballon auf dem Wasser aufgesetzt. Aufgrund eines Kerosinlecks im Innern der Kapsel hatten wir Atemprobleme. Der kleinste Funken hätte alles explodieren lassen können. In solch einer gefährlichen Situation gilt es, einen ruhigen Kopf zu bewahren und das Richtige zu tun. Und hatten Sie wirklich keine Panik? Nein, wenn Sie in Panik geraten, sind Sie verloren. Umso wichtiger ist die Vorbereitung über die Hypnose. Vor dem Abheben visualisieren Sie alle möglichen Gefahrensituationen und stellen sich vor, wie Sie sie ruhig lösen. Eine Panik würde Ihren sicheren Tod bedeuten. Sie überleben nur, wenn Sie ruhig bleiben. Ich habe also auf dem Meer aufgesetzt. Der Ballon ist untergegangen, während die Kapsel auf dem Meer trieb. Zurück an Land gab es dann natürlich eine Pressekonferenz. Was heißt das, Sie sind nachher zurückgegangen? Wer hat Sie da rausgeholt? Sie hatten ja kein Schiff oder so etwas. Wir wurden von einem Boot der französischen Küstenwache herausgeholt. An Land musste ich dann das schlimmste Scheitern meines Lebens erklären. Ich bin buchstäblich baden gegangen mit meinen hochfahrenden Plänen. Nach einem solchen Erlebnis ist man geimpft. À partir de là, vous êtes vacciné. Vous voulez faire le truc le plus incroyable et vous faites le plus gros. Ich begriff in dem Moment auch, dass gerade die, die sich über einen lustig machen, Angst haben, selber etwas zu wagen. Von den wahren Pionieren, den echten Unternehmern, erfuhr ich sehr viel Zuspruch. Du hast es versucht. Du bist gescheitert. Beim nächsten Mal schaffst du es. Wir unterstützen dich. Wer das Abenteuer scheut, kein Unternehmer ist, Angst davor hat, aus der eigenen Komfortzone herauszutreten und sich vor dem Scheitern fürchtet, wird glücklich sein über deinen Misserfolg. Man hat plötzlich viele Freunde, die sich über dein Scheitern freuen. Das verstehe ich, ja. Und Sie haben ja dann nicht aufgegeben. Sie haben tatsächlich ein drittes Mal versucht und dann hat es geklappt. Wir haben in meinem Team jeden Versuch auf ganz andere Art angepackt. Richard Branson und Steve Fossett verfügten über Milliarden und sie hatten riesige Teams. Aber nach jedem Fehlversuch haben sie denselben Ballon gebaut und ihn auf dieselbe Weise gesteuert. Sie hatten auf die falsche Technologie und die falsche Strategie gesetzt und dieselben Fehler jedes Mal wiederholt. Sie sind also jedes Mal aus demselben Grund gescheitert, im Gegensatz zu mir. Jeder meiner Misserfolge hatte eine andere Ursache. Damit konnten wir die Technologie und unsere Flugstrategie Schritt für Schritt verbessern. Beim dritten Versuch hatten wir einen großartigen Ballon, der sehr viel weniger Gas verbrauchte als die der Konkurrenten. Damit konnten wir 20 Tage lang fliegen. Das ist enorm. So schafften wir den längsten Flug in der Geschichte der Aviatik. Und das ist auch wieder ein interessanter Punkt, den man bei Ihnen lernen kann, dass Sie nämlich sagen, die wahre Innovation, die besteht nicht darin, das, was wir haben, immer besser zu machen, sondern wirklich einen Schritt auf die Seite zu stehen oder eben die Flughöhe zu ändern und was Neues zu denken. Mir hat zum Beispiel sehr eingeleuchtet, dass Sie gesagt haben, die Glühbirne wurde natürlich nicht von den Kerzenproduzenten erfunden, sondern die neue Idee für das neue Licht musste von außen kommen. Ja, darum ist es wichtig, dies zu verstehen. Es wurde uns beigebracht, an Sicherheiten und Gewohnheiten festzuhalten und immer auf derselben Flughöhe und in dieselbe Richtung unterwegs zu sein. Drehen dann die Winde des Lebens, sind wir verloren, weil wir mit dem Unvorhersehbaren nicht umzugehen wissen. D'amitié avec l'inconnu. Et c'est ça qu'il faut changer.
Das sollten wir ändern. Wir sollten begreifen, dass das Ungewisse, Fragen und Zweifel mächtige Impulsgeber sind für unsere Kreativität, Vorstellungskraft und Leistungsfähigkeit. In einer Routinesituation ist man nicht leistungsfähig. Es fehlt an Aufmerksamkeit. Man fährt auf Autopilot. Schaltet man den Autopiloten aus, ist man anfangs etwas verloren und ratlos angesichts der unvertrauten Situation. Plötzlich ist man gezwungen, sich zu hinterfragen und entdeckt dabei, dass Vertrauen viel wichtiger ist als Mut. Mut mag helfen, gegen die Angst anzukämpfen, das kann funktionieren. Wenn Sie aber auf Ihre Ressourcen vertrauen, begreifen Sie, dass Ihnen in einer sehr schwierigen Lage Ihre ganze Kreativität, Leistungsfähigkeit und Ihr ganzes Potenzial zur Verfügung stehen. Sie können alles in Ihrem Innern abrufen und so versuchen, den Erfolg zu wagen. Wenn die Situation sehr schwierig ist, sagen Sie, ich habe alles, was ich in mir habe, und ich werde versuchen, es zu schaffen. Nun ist es sicher so, dass es ein Stück weit in unserer Hand liegt, wie wir mit dem Scheitern umgehen und ob wir eben bereit sind, die Flughöhe zu ändern und aus der Krise etwas zu machen. Trotzdem ist es auch so, dass nicht alle Menschen die gleichen Startbedingungen haben und nicht alle das gleiche Ausgangsmaterial. Und in Ihrem Fall ist es ja so, dass Ihre Startbedingungen sozusagen insofern günstig waren, dass Sie schon in eine Abenteurerfamilie hineingeboren worden sind. Und ich möchte gerne mit Ihnen ganz kurz zurückblicken. Dieses Objekt, ein Plexiglasfenster, hat Bertrand Picas Großvater Auguste Picard erfunden. Zusammen mit seinem Freund Jacques Cousteau baut er es in ein Unterseeboot ein. Die Luke ist damit wasserdicht verschlossen. Mein Vater war wirklich ein Erfinder. Er war Physiker und Ingenieur und er hat viele, viele Erfindungen gemacht. Das Batiscaf ist eine Sache, die Druckkabine ist eine andere Sache, wenn er in der Stratosphäre geflogen ist. Und er hat praktisch die Straße für den Weltraum aufgemacht. Der Flug geht auf 16.000 Meter. 1932 ein Rekord. Auch die Tiefe fasziniert Auguste Picard immer wieder. Zusammen mit seinem Sohn Jacques Picard taucht er in Italien mit dem neuen Unterseeboot Trieste. 1953 gelingt es ihnen, vor der Insel Ponza auf 3150 Meter Tiefe zu tauchen. Trieste wird von der amerikanischen Marine gekauft. Man will damit den tiefsten Punkt der Weltmeere erforschen. Im Marianengraben bei der Insel Guam gelingt Jacques Picard zusammen mit seinem amerikanischen Begleiter der Tiefenrekord von 11.000 Metern. Mehr als 5 Stunden sind sie unterwegs, bis sie den Boden berühren. Der amerikanische Präsident Eisenhower ist begeistert. Er ehrt Jacques Picard für diese außergewöhnliche Tat mit einem Orden. Herr Picard, verpflichtet eine solche Familiengeschichte? Vous savez, cette famille. Mein Vater und Großvater haben in mir die Lust auf die Welt da draußen geweckt. Die Lust auf die Technik, die Wissenschaft, das Abenteuer, die Welt. Aber ich hatte auch eine Mutter. Das ist wieder typisch, man Geschichte. Man erzählt nur die Geschichte der Männer. Es ist meine Mutter, die mir appris. Es war meine Mutter, die mir die Philosophie, Psychologie und das Spirituelle nahegebracht hat, sodass ich diese Seite vertiefen wollte und Psychiater wurde. Die äußere Welt ist also die meines Großvaters und Vaters, die innere Welt die meiner Mutter. Ich hatte also Glück, weil ich durch meine Familie gefördert wurde, mich in beide Richtungen zu entfalten. Wenn jemand nicht solche Startbedingungen hat, also vielleicht nehmen wir mal an, eine Person, die im Moment in Syrien geboren wird, würden Sie auch dieser Person sagen, mach etwas aus deinem Leben, du musst eigentlich nur die Flughöhe ändern? Nicht alle haben das Glück, für diese Dinge sensibilisiert worden zu sein. Vielleicht braucht es dann eine andere Sprache. Aber es ist grundsätzlich genau das Gleiche. Es gibt auch in den Elendsvierteln von Bangladesch Menschen, die es schaffen, die sich Fragen stellen und etwas aus ihrem Leben machen wollen und dem Elendsviertel entkommen. Es bleibt ein Rätsel, weshalb es bei Einzelnen gelingt und bei anderen nicht. Oft ist es auch eine Frage, wen man trifft. Begegnungen sind sehr wichtig im Leben. Sei es die Begegnung mit einem Lehrer an der Schule,
einem Nachbarn, jemandem aus der Familie, einem Freund oder eine Zufallsbekanntschaft. Es braucht eine Offenheit für Begegnungen, die einen herausfordern und Alternativen aufzeigen. Manchmal gelingt ein Leben dank solcher Rollenbilder, die einem etwas vorleben, einem Fußballer oder Schauspieler. Bei mir waren es die Astronauten und die Flugpioniere. So etwas anzustreben ist allen möglich. Natürlich gibt es äußerst schwierige Umstände. Wer nichts zu essen und zu trinken hat, kann sich nicht um philosophische Fragen kümmern. Aber hier kommt vielleicht die Verantwortung derer zum Zug, die in ihrem Leben Glück gehabt haben. Man muss anderen helfen. Man muss ihnen helfen, sich auszudrücken. Eine solche Hilfe beschränkt sich nicht auf Geldleistungen. Hilfe bedeutet, Mitleid zu fühlen, respektvoll zu sein, mit Rat zur Seite zu stehen. Deshalb gebe ich auch Interviews in afrikanischen Ländern. Meine Stiftung Winds of Hope kümmert sich um Kinder mit einer seltenen und unbeachteten Krankheit. Die Krankheit Noma, Noma, eine schreckliche Krankheit, die aus dem Elend entsteht. Unterernährte Kinder, deren Mutter bereits während der Schwangerschaft nicht genug zu essen hatte, leiden oft an einer Immunschwäche, wodurch die Bakterien im Mundraum nicht mehr in Schach gehalten werden können. In der Folge zersetzt sich das Gesichtsgewebe. Die Kinder haben dann riesige Löcher im Gesicht. Das sind schreckliche Bilder. Wer also das Glück gehabt hat, sich im Leben entfalten zu können, steht in der Pflicht, anderen zu helfen, sich zu entfalten und etwas für sie zu tun. Also beide Dinge sind wichtig für Sie, einerseits eben von Ihren glücklichen Startbedingungen aus, einerseits Ihre Abenteuer anzufangen, aber andererseits auch die anderen teilhaben zu lassen, zu helfen. Eine Weisheit, die Sie auch immer wieder predigen oder verteidigen, ist eigentlich eine stoische Weisheit, nämlich zu unterscheiden zwischen dem, was wir eben ändern können und dem, was wir nicht ändern können. Mir fiel da auch das Gebet ein von Reinhold Niebuhr, dem großen Theologen, das auch bei den anonymen Alkoholikern eine große Rolle spielt, nämlich diese Idee, Gott soll mir Gelassenheit geben, das hinzunehmen, was ich nicht ändern kann, den Mut, das zu ändern, was ich ändern kann und das ist, glaube ich, die Pointe, die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Herr Picard, das interessiert mich. Wie lernen wir zu unterscheiden, was sich ändern lässt und was wir annehmen müssen? Die Frage, ob man gegen etwas ankämpfen soll, stellt sich immer wieder. Handle ich wie ein Flugakrobatikpilot, der gegen die Winde kämpft, weil ich hier etwas verändern kann? Oder verhalte ich mich wie der Heißluftballonpilot, der mit dem Wind geht, den er nicht ändern kann oder seine Flughöhe ändert? Wir haben sehr häufig das Falsche gelernt. Zu kämpfen, wenn man auf etwas Unabänderliches trifft, das bedeutet Stress. Oder Dinge, die man sehr wohl ändern könnte, einfach hinzunehmen. Das ist Fatalismus. Dies zu lernen wäre also sehr wichtig. Die Weisheit besteht tatsächlich darin, das eine vom anderen unterscheiden zu können und zu wissen, worauf man seine Energie im eigenen Leben lenken soll, damit es nützlich und nicht verschwendet ist. Ich würde gerne noch mehr herausfinden, wie Sie diese Weisheit entwickelt haben, weil wenn ich Ihr Leben angucke, dann denke ich, Sie sind ja lange Zeit eben wirklich wie auf zwei Hochzeiten getanzt, nämlich einerseits Medizinstudium, Psychiater, diese ganzen Hypnosekurse, die Sie sich angeeignet haben, dieses Wissen und andererseits eben die Arten des Fliegens, immer wieder neue Arten, also Deltaflieger, dann Ballon, dann das Solarflugzeug. Sie haben jetzt auch erklärt, dass das aus Ihrer Familie kommt, beide Stränge. Aber wie haben Sie entschieden, irgendwann zu sagen, ich mache jetzt nicht mehr die große Karriere als Psychiater, sondern ich setze jetzt auf das Fliegen? Weil ich ein Häretiker bin. In der Häresie akzeptiert man kein offizielles Dogma. Ich war bereits im Medizinstudium ein Häretiker. Ich habe Kurse in Akupunktur, ayurvedischer und traditioneller chinesischer Medizin belegt, weil mir das Wissen von der Universität nicht gereicht hat. Die Fragen, die ich mir über das Leben stellte, wurden dort nicht beantwortet.
à l'université, ça me suffisait pas. Ça ne répondait pas aux questions que j'avais sur la vie. Un jour, eines Tages, ich arbeitete als Medizinstudent in der Notfallaufnahme, wurde eine Frau nach einem Selbstmordversuch dort aufgenommen. Sie erkannte keinen Sinn im Leben. In der Psychiatrievorlesung am nächsten Tag hob ich die Hand und fragte vor 400 Studenten, was tun wir, wenn wir einem Patienten gegenüberstehen, der sich umbringen will, weil er keinen Sinn im Leben sieht? Der Professor antwortete, hier bekommen Sie die Mittel an die Hand, um Psychiater zu werden, nicht Pfarrer. Für Fragen des Glaubens sollen die Patienten in die Kirche. Ich fand das komplett falsch. Man kann die spirituelle Welt nicht von der therapeutischen oder der Alltagswelt abtrennen. Die Patienten kommen zu uns mit ihrem Leben, ihren Ängsten, ihren Hoffnungen, ihrem Leiden. Und es ist an uns Therapeuten, uns ihnen anzupassen. Deshalb habe ich anderswo nach Antworten gesucht. In der Hypnose habe ich die beste Entsprechung gefunden. Ich habe 20 Jahre lang Patienten mit Hypnose behandelt und es hat sehr gut funktioniert. Patienten lernen dabei, ihre eigenen Ressourcen zu nutzen. Unsere Patienten haben sich oft in ihr Symptom zurückgezogen. Mit der Hypnose schafft man es, sie aus ihrem Problem herauszuführen und ihnen ihr Leben zurückzugeben. Das Symptom macht sie nicht mehr aus, sondern es wird zu einem kleinen Teil von ihnen. Damit erhalten die Patienten die Chance, sich zu öffnen, sich selbst neu zu erfahren. Es erschließen sich nicht nur neue Möglichkeiten in der Berufswelt und der Familie, sondern auch eine spirituelle Welt. Als Entdecker, und damit komme ich zu Ihrer Frage, bin ich nicht zufrieden mit dem, was ich sehe. Keine Antwort ist abschließend. Nichts, was man mir zeigt, genügt mir. Ich bin wissensbegierig und stets gewillt, sämtliche Elemente neu zu ordnen, auch in der Religion. Ich bin christlich erzogen worden, aber das Christentum reicht mir nicht, mit seinen biblischen Erklärungen von Gott, dem Leben und dem Tod. Ich beschäftige mich auch mit taoistischen, buddhistischen und schamanistischen Erklärungen und den großen Heretikern der Geschichte. Denn sie bilden für mich die Puzzleteile, die zusammengesetzt einen größeren Sinn ergeben als den, der aus einer engen dogmatischen Sichtweise resultiert. Und wenn man nicht dogmatisch denkt, dann ist man eben auch in der Lage, aus der Krise etwas zu machen, was Sie ein Abenteuer nennen. Und für mich war das wie so ein Schlüsselsatz bei Ihnen, dass Sie sagen, eine Krise, die man annimmt, ist ein Abenteuer. Eine Krise, die man ablehnt, bleibt eine Krise. Oui, c'est vrai. Würden Sie so weit gehen und sagen, das gilt auch jetzt für diese Corona-Krise? Müssen wir das einfach annehmen und dann wird es ein großes Abenteuer? Ah, complètement. Unbedingt. Die heutige Corona-Krise ist ein Abenteuer in dem Sinne, dass sie uns aus unserer gewohnten Welt heraus befördert und vor eine außergewöhnliche Situation stellt. Wir haben die Wahl, das alles schrecklich zu finden und abzulehnen. Dann leiden wir und sind deprimiert und die schreckliche Krise bewahrheitet sich. Oder wir sagen uns, die Welt war vorher instabil, zerbrechlich, ungerecht, verschmutzt und gefährlich. Was für eine Welt wollen wir heute bauen? Damit wird aus dieser Krise etwas Außerordentliches, ein schöpferisches Abenteuer. Man könnte die wirtschaftliche und finanzielle Hilfe für die Unternehmen unter gewissen Auflagen vergeben und so sicherstellen, dass der Wiederaufbau der Wirtschaft nachhaltig wird, sauberer, effizienter, umweltfreundlicher. Eine Welt, in der alles läuft, ist schwierig zu verändern. Heute funktioniert nichts mehr. Das gibt uns die außerordentliche Chance, eine Welt aufzubauen, die besser sein wird als die Welt vorher. Aujourd'hui, ça marche plus. Donc il faut construire quelque chose qui marchera mieux qu'avant. Die Flughöhe zu ändern bedeutet also, die Krise zu nutzen, um gestärkt aus ihr hervorzutreten und nicht auf tieferer Stufe oder auf der gleichen Flughöhe wie vorher. Aber das Problem ist doch, Sie sind nicht alleine in dieser Krise. Es gibt ganz viele andere Menschen. Wir sind nämlich eine Gesellschaft in dieser Krise. Und ist es manchmal nicht frustrierend für Sie? Sie möchten gerne jede Krise als Abenteuer sehen und die Sache verändern. Aber ganz viele Menschen wollen das nicht. Die möchten gerne, dass die Sache weitergeht wie bis anhin.
Nun, es gibt immer Leute, die sich gegen den Wandel stellen und sämtliche Chancen, die ihnen das Leben bietet, verpassen. Sie haben ein schlechtes Leben und fragen nach dem Warum. Dann gibt es andere, die sich fragen, was könnte ich aus dieser Situation machen? Wie könnte ich sie nutzen? Ihr Leben öffnet, entfaltet und verbessert sich. Genauso in der Gesellschaft. Es gibt politische Parteien und Unternehmen, die täglich ein intensives Lobbying betreiben, um zur Welt von früher zurückzukehren, fossile Brennstoffe als primäre Energiequelle beizubehalten, verschmutzende Autos auf die Straße zurückzubringen, den Menschen schlecht isolierte Häuser mit veralteten Heizungen bereitzustellen. Diese Welt von früher ist eine Katastrophe. Ich mache genau das Umgekehrte. In der Stiftung Solar Impulse habe ich 12 Unternehmensführer großer Konzerne an einen Tisch gebracht. Gemeinsam haben wir einen Artikel verfasst, der in verschiedenen Medien publiziert wurde. Wir verlangen darin eine andere Welt und sehr viel ehrgeizigere Klimaziele und strikte Umweltregeln seitens der Politik, damit die Krise zu etwas Nütze ist und die Welt, die wir heute vorbereiten, gerechter, nachhaltiger und umweltfreundlicher sein wird. Mitgemacht haben unter anderem der CEO von Nestlé, keine kleine Firma, der Eigentümer von Moët Hennessy Louis Vuitton, die Bank BNP Paribas und Air France. Sie alle haben sich verpflichtet, ihren Beitrag für eine umweltfreundlichere Welt nach der Krise zu leisten. Anders als vor 10 Jahren gibt es heute die Lösungen dafür. Weil sich das auch finanziell rechnet, muss man sie nutzen. Das ist ja auch eine Ihrer wichtigen Botschaften mit Solar Impulse, dass Sie gesagt haben, das wollen Sie zeigen. Es geht nicht mehr darum, als Abenteurer den Mond zu erobern oder noch schneller zu fliegen oder ein Land zu entdecken, was noch niemand gesehen hat, sondern es geht jetzt darum, diese Welt zu retten und sie eben nachhaltig zu gestalten, auch für die zukünftigen Generationen. Und wenn wir über diese Botschaft sprechen, dann ist es ja eben wirklich auch wichtig, noch einmal zu überlegen, wie kommt man eigentlich ans Ziel? Und Sie haben jetzt mehrere Male schon erwähnt, alleine Abenteurer zu sein ist das eine, aber man braucht auch andere Menschen, man braucht ein Team, man braucht Freunde. Aber nicht immer sind die Sachen so einfach. Es gibt natürlich auch Rivalitäten. Und Sie haben ein anderes Buch geschrieben, zusammen mit André Borschberg zusammen. Und mich hat die Offenheit in diesem Buch sehr beeindruckt. Sie zeigen nämlich in diesem Buch, was passiert, wenn zwei abenteuerlustige, enorm intelligente, charmante Persönlichkeiten, die aber natürlich auch gerne im Rampenlicht stehen, zusammenarbeiten und es zu Rivalitäten kommt. Das war ja auch nicht immer einfach. Und es gab auch immer mal wieder ganz brenzlige Situationen im Team, es gab auch Konflikte. Ein Moment, in dem die Situation im Team besonders kritisch wurde, war beim Flug von Japan nach Hawaii, bei dem André Borschberg das Flugzeug steuerte. Und bei der Überquerung eines Meeres wie dem Pazifik gibt es eben einen Punkt, ab dem ein Umkehren nicht mehr möglich ist. Kurz davor zeigten Tests, dass das System nicht funktionierte, das den schlafenden Piloten weckt, wenn es ein Problem gibt mit dem Autopiloten. Alle Ingenieure wollten in dem Moment umkehren, solange es noch möglich ist. Sie und André Borschberg wollten hingegen weiterfliegen. Schauen wir uns diesen brenzligen Moment ganz kurz an. Aus meiner Sicht als Ingenieur ist die Lage klar. Wir sollten umkehren und die Probleme beheben. Ich möchte eines klarstellen. Wir können dir hier unten am Boden nur beschränkt helfen. Wenn du dich dazu entschließt, weiterzumachen, bist du da oben ganz auf dich alleine gestellt. Das musst du bei deiner Entscheidung berücksichtigen. Für André und mich war das überhaupt kein Grund, den Flug abzubrechen. Für einige Ingenieure hingegen schon, weil das Flugzeug nicht zu 100% betriebsfähig war und nicht alle Systeme funktionierten. Innerhalb des Teams wurde daher verhandelt zwischen jenen, die nach Japan zurückkehren wollten, und André und mir. Und es war klar, dass wir zurück in Japan wegen der Regenzeit und so weiter nicht erneut starten würden. Das war ein Psychodrama. Wir haben so viele Jahre an diesem Flugzeug gearbeitet, versucht, das Beste zu tun. Und dann war ich am Telefon und die beiden Manager haben gedrückt und gesagt, wir entscheiden letztlich. Also ihr seid nur beratend. Und das habe ich schon zum Teil einfach als schwierig oder als Affront empfunden.
Ich kann nicht verstehen, dass André und Bertrand als Manager sich gegen das ganze Team stellen können. Sie zwingen uns, etwas zu unterstützen, das niemand machen möchte. Das ist für mich eine große Enttäuschung. Das muss ich wirklich sagen. Wir hören dir zu, Peter. Erinnert euch an diesen Satz, was immer in der Zukunft passieren möge. Ich glaube, das ist ein wichtiger Satz, den ich soeben gesagt habe. Wenn du den Philosophen spielst, Peter, dann spiele ich den Ingenieur. Bertrand, ich glaube, wir müssen dieses Gespräch nun beenden. Ich hänge auf. Sorry. Ups. So viele Leute, die die Arbeit gemacht haben und zwei als User, entscheiden nachher, wir machen es so oder so. Und es kann dazu führen, dass man einfach den Flieger zerstört. Das war emotional schwierig für mich. Auch wenn die Piloten das sagen, sie übernehmen das Risiko, aber auch mein eigenes Leben ist anders, wenn der Pilot stirbt. Ich werde das für den Rest von meinem Leben mittragen. Herr Picard, das Problem ließ sich lösen, es wurde weitergeflogen und es ist alles gut gegangen. Was wäre gewesen, wenn es zu einem Unfall gekommen wäre? In der Situation flog das Flugzeug gut und das Wetter war endlich günstig für den Flug von Japan nach Hawaii. Ein kleines Detail aber ließ die Ingenieure in Panik ausbrechen. Man muss etwas begreifen. In einem solchen Projekt hatten die Ingenieure die Aufgabe, ein Flugzeug zu bauen. Sie waren nicht dafür da, in einem Abenteuer das Zepter zu übernehmen. Das Abenteuer lag in der Hand von André Borschberg und mir. In einem bestimmten Moment kommt es zur Stabübergabe von denen, die das Flugzeug gebaut haben, zu denen, die es fliegen. Die Ingenieure liebten ihr Flugzeug und ich denke, sie liebten auch André und mich. Sie wollten auf keinen Fall, dass uns etwas zustößt. Eine Rückkehr nach Japan hätte das Projekt beerdigt. Wir standen am Anfang der Taifunsaison. Die Japaner hätten eine administrative Untersuchung zum Grund unserer Rückkehr durchgeführt. Das Flugzeug hätte sie nie mehr abgehoben. Mein Ziel war das Gelingen des Projekts. André war einverstanden, weiterzumachen. Er war am Steuer. Wir sind beide zu derselben Entscheidung gekommen. In einer solchen Situation muss man den Sprung ins Ungewisse wagen. Wir hatten ja nicht die Absicht, eine neue Fluggesellschaft zu gründen, wo man eine Verantwortung hat für 200 Passagiere. Es war ein Abenteuer mit experimentellem Charakter. Wir wollten zeigen, was mit erneuerbaren Energien möglich ist und waren beide bereit, die entsprechenden Risiken einzugehen. Ein Fallschirm und ein Rettungsboot hätten uns im schlimmsten Fall eine Überlebenschance geboten. Das hatten wir in Kauf genommen. Und wenn jetzt Ihr Freund und Kollege André Borschberg in dem Moment gesagt hätte, ich mache nicht weiter, ich drehe um, hätten Sie das auch unterstützt? Er war am Steuer und hatte folglich das letzte Wort. Er hätte sich für eine Rückkehr nach Japan entscheiden können. Aber ich habe mich ja nicht mit einem Beamten zusammengetan, sondern mit jemandem, der aus demselben Holz geschnitzt ist wie ich. Für ihn, wie für mich, stand das Weitermachen außer Frage. Qu'il allait continuer. Et c'était clair que si moi j'étais à sa place, j'aurais continué aussi. Vous savez, je crois qu'on essaye toujours, dans notre monde, d'avoir le zéro risque. Unsere Welt strebt zum Nullrisiko. Die komplette Vermeidung von Risiken ist aber gefährlich. Die Auseinandersetzung mit Risiken lehrt uns, wachsamer, konzentrierter und leistungsfähiger zu sein. Das bringt uns weiter. Das größte Wagnis im Leben besteht darin, nie ein Risiko einzugehen. In diesem Zusammenhalt mit André Borschberg, da waren Sie ja zu zweit, aber Sie haben sich abgewechselt, wie Sie schon gesagt haben. Einmal sind Sie geflogen, einmal ist er geflogen. Im Ballon, Breitling Orbiter, waren Sie zu zweit in diesem Korb. Was war einfacher, zu zweit da oben in den Lüften oder alleine? Das Schwierigste war, zu zweit einen Sitz im Cockpit zu teilen. Im Ballon war es einfach. Dort gab es zwei Plätze und ich konnte den Co-Piloten auswählen. Ich hielt große Stücke auf Brian Jones und wir verstanden uns auch sehr gut. Allerdings mussten wir zuerst lernen, miteinander zu kommunizieren. Vielleicht kommen wir noch darauf zurück.
Bei Solar Impulse mussten wir uns die Flüge aufteilen. André war der bessere Pilot. Ich verfügte über meine Erfahrung als Entdecker, die er nicht hatte. Er hatte ja noch nie einen 20-tägigen Flug im Heißluftballon gemacht. Das Aufteilen der Flüge brachte Konflikte mit sich, denn es gab bestimmte Flüge, die wir beide unbedingt wollten. Mit diesem Buch wollten ich und André zeigen, was hinter einem solchen Unterfangen steckt. Ich muss einen Satz vorlesen, weil das ist so schön. Sie schreiben in diesem Buch, es hat mich wirklich berührt. Sie mussten lernen zu teilen, die Flüge, die Bekanntheit, die Entscheidungen. Das ist sehr ehrlich. Ja, wir haben in diesem Buch alles offengelegt. Wir wollten einen Blick hinter die Kulissen des Abenteuers erlauben. Die attraktiven Medienbilder des Flugzeugs über den schönsten Gegenden sind das eine. Aber was steckt hinter all dem an Problemen, Konflikten und Rivalitäten und an Freundschaft? Lustigerweise hat mir auch einer meiner Patienten gesagt, dass er das Buch in der Paartherapie nutzt, um zu lernen, mit seiner Frau zu kommunizieren. Herr Pika, ich würde gerne zum Schluss auf etwas zurückkommen, was Sie bereits angetönt haben, nämlich Ihre Spiritualität, die Ihnen sehr wichtig ist. Das sieht man auch an diesem Objekt, das Sie mitgebracht haben, an diesem Glücksbringer, aber auch an dem, was Sie schreiben. Man merkt immer wieder, für Sie ist diese Welt nicht einfach ein sinnloser Teilchenhaufen, sondern es gibt mehr. Es gibt mehr in dieser Welt. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie glauben, dass Krisen eigentlich Sprungbretter sind, um zu mehr Spiritualität, zu mehr spiritueller Erkenntnis zu gelangen. Glauben Sie, dass das einer der Gründe ist, warum so viele Menschen auch Freude haben am Extremsport? Ja, über den Extremsport können wir uns mit etwas Wesentlichem in uns verbinden und aus der Routine und der Sicherheit ausbrechen, die uns beruhigen, aber nicht helfen, uns weiterzuentwickeln. Ich habe mich immer dafür interessiert, was uns Lebenskrisen bringen können. In meiner medizinischen Doktorarbeit zur Pädagogik der Schicksalsschläge fragte ich Frauen und Männer, die Schreckliches erlebt haben, ob sie durch diese Dramen gestärkt oder gebrochen wurden. Vous avez été renforcé par ces drames ou est-ce que vous avez été cassé par ces drames? Erstaunlicherweise haben fast alle erklärt, sie seien durch ihre Schicksalsschläge stärker geworden. Ihre Beziehung zu sich und zu anderen wären tiefer und auch spiritueller. Während sie das Leben vorher als selbstverständlich ansahen und sich kaum Fragen stellten, suchten sie nachher einen Sinn in ihrem Leben. Wichtiger als alle Ballons, Flugzeuge, Krisen und Abenteuer ist die Frage, was man mit seinem Leben anfangen will und welchen Sinn man ihm gibt. Wer denkt, dass er aus dem Nirgendwo kommt und ins Nirgendwo geht und das Ziel des Lebens darin besteht, reich und glücklich zu sein, den wird die kleinste Krise umbringen. Wenn man aber versteht, dass man von irgendwoher kommt, ohne zu wissen, woher, und dass man irgendwohin geht, ohne zu wissen, wohin. Und dass der Sinn des Lebens darin besteht, sich weiterzuentwickeln und sich über mehr Weisheit, Güte, Mitgefühl und positive Lebensenergie einzubringen, dann eröffnet sich ein Sinn hinter allen religiösen Strömungen und Philosophien, deren Aussagen sich ja kaum voneinander unterscheiden. Fast alle sagen sie, wir sollen unser Bewusstsein, unser Mitgefühl, unsere Weisheit und Lebensenergie erweitern, um uns weiterzuentwickeln, damit wir uns in einer Welt mit weniger Dualität, Konflikten und Leiden wiederfinden. Interessant ist der buddhistische Weg, dem Leiden, das zum Leben gehört, nicht anzuhaften. Ich hatte immer den Eindruck, es gibt eigentlich zwei Arten, in diesem Leben zu stehen. Es gibt entweder diese Idee, gläubig zu sein, zu denken, es gibt einen Grund, warum ich hier bin, es gibt einen Grund, warum ich diesen Weg gehe und wohin ich gehe, und ich bin gehalten von einer höheren Macht.
Dann habe ich das Problem, dass ich mich fragen muss, warum lässt diese höhere Macht zu, dass so grausame Dinge passieren? Oder ich glaube nicht an diese höhere Macht, stehe allein in dieser Welt, muss diese Absurdität aushalten, der ich keinen Sinn geben kann. Dann habe ich das Problem, dass ich nicht gehalten bin. Beide Arten im Leben zu stehen, haben ein Problem im Grunde genommen. Moi, je pense, vous voyez, on est dans un monde qui a été créé. Unsere Welt ist eine Schöpfung. Und in jeder Schöpfung gibt es eine Dualität. Es gibt nicht die eine Seite ohne die andere. Es gibt Tag und Nacht, Gut und Böse, Schwarz und Weiß, Links und Rechts, Leiden und Glück. Alles ist Dualität, weil die Welt in der Materie existiert. Seit zehntausenden Jahren sagen uns Propheten, Initiierte, Weise und Heilsbringer, dass das Ziel darin besteht, aus dieser Inkarnation in der Materie auszubrechen, sich geistig zu erheben und in ein Universum zurückzukehren, in dem es keine Dualität gibt. In ein Universum der Einzigkeit. In allen monotheistischen Religionen wird Gott als eine Kraft der Einheit dargestellt, in der es kein Gut und Böse gibt. Das Ziel besteht darin, über spirituelle Wege aus der materialistischen Welt auszubrechen, die uns leiden lässt. Ich sehe schon, wenn man mit einem Abenteurer spricht, dann gibt es auch ein abenteuerreiches Gespräch. Wir haben eine große Fahrt unternommen durch die großen Fragen, die uns wahrscheinlich alle letztlich beschäftigen. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Bertrand Picard, dass Sie hierher gekommen sind zu uns ins Studio. Danke sehr. Merci beaucoup. Danke sehr. Ja, nächste Woche machen wir eine Gesprächspause und zeigen einen Film über einen, der von sich sagte, ich bin Dynamit. Zumindest hat Friedrich Nietzsche in der Philosophie manches auf den Kopf gestellt. Aber war er auch der, für den wir ihn halten? Der Film dazu am kommenden Sonntag. Und jetzt gleich begleiten wir die Rapperin M.I.A., die mit ihrem Sound die Welt erobert hat, die Rolle eines Popstars jedoch immer wieder sprengt. Danke fürs Interesse, bleiben Sie zuversichtlich. Bis bald.